Hey Leute und willkommen zu einem neuen Animal Crossing New Horizons Monatsüberblick Video, in dem ich euch heute wie immer am Anfang eines neuen Monats alle wichtigen Infos für den jeweiligen Monat in Animal Crossing mitgeben möchte. In diesem Video geht es um den Monat November und tatsächlich ist das hier dementsprechend schon der vorletzte Monatsüberblick für dieses Jahr, was schon echt heftig ist. Aber auch in diesem Monat gibt es neben neuen Fischen und Insekten auch wieder ein neues Event und neue saisonale Items sowie Ressourcen, die ich euch natürlich ebenfalls in diesem Video hier zusammengefasst vorstellen möchte. Vorab möchte ich noch eben auf unseren Animal Crossing Discord Server aufmerksam machen. Auf diesem könnt ihr neben DIYs, Blumen und Fossilien auch Bewohner miteinander traden und zudem neue Schlummerinseln entdecken. Also falls ihr Bock auf einen sehr aktiven Animal Crossing Discord Server habt, findet ihr den Link zum Discord in der Videobeschreibung. Zudem habe ich vor ein paar Wochen einen kleinen Animal Crossing Amazon Store eröffnet mit richtig nicem Stuff. Also falls ihr noch auf der Suche nach Animal Crossing Blüchs, Kissen oder Amiibo-Figuren seid, schaut gerne am Shop vorbei. Der Link zum Shop ist ebenfalls in der Beschreibung. Was die Events angeht, so gibt es im November in Anführungszeichen nur eins, welches jedoch ein komplett neues Event sein wird und von dem wir aktuell noch nicht genau wissen, wie es ablaufen wird. Was sicher ist, ist, dass dieses Event von Gernot geleitet wird und sehr wahrscheinlich an Thanksgiving stattfindet, also am 26. November. Mehr Infos zu dem Event werden wir aber, denke ich, im kommenden Update-Trailer zu sehen bekommen, welchen wir Mitte November von Nintendo bekommen sollten. Natürlich werden wir neben den Infos zum Event noch weiteren neuen Gameplay-Content im Update-Trailer zu sehen bekommen, also da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein. Falls ihr euch, by the way, mehr über Gernots Rolle in den älteren Animal Crossing-Teilen interessiert und ihr generell wissen möchtet, welche Special-NPCs uns in den kommenden Monat garantiert erwarten werden, klickt einfach oben rechts auf das i, dort habe ich euch ein Video von mir zu den noch kommenden Special-NPCs verlinkt. An neuen Fischen gibt es in diesem Monat ganze 4 Stück. So können wir an den Flüssen den Bitterling fangen, sowie speziell am Meer den Anglerfisch und den Kugelfisch. Den Thunfisch hingegen können wir nicht direkt am Meer fangen, sondern nur am Steg. An neuen Meerestieren gibt es im November tatsächlich wieder am meisten Neuzugänge. So haben wir die Möglichkeit, in diesem Monat die Königskrabbe aus dem Wasser zu ziehen, sowie den Pazifik-Taschenkrebs, die Schneekrabbe, den Scotoplanus und die Seegurke. Wie in den Monaten zuvor auch, ist auch in diesem Monat die Anzahl an neuen Insekten wieder etwas mager. Um genau zu sein, gibt es 3 neue Tiere zu fangen. Die da wären die Vogelspinne, die Maulwurfsgrille und die Wasserjungfer. Alle Bilder mit den Infos zu den neuen Tieren findet ihr, by the way, nochmal auf meinem Animal Crossing Blog. Der Link zum Blog ist wiederum in der Beschreibung. Natürlich haben im November auch wieder einige Bewohner Geburtstag und über einen Geburtstag freue ich mich persönlich besonders. Tatsächlich hat nämlich am 25. November endlich Weber Geburtstag, was mich mega freut. Schreibt mir gerne in die Comments, welche Bewohner bei euch diesen Monat Geburtstag haben oder auf welchen Geburtstag ihr euch noch freut. An saisonalen Herbst-DIYs gibt es in diesem Monat einige. Zum einen gibt es weiterhin bis zum 10.12. die Eichel- und Zapfen-DIY-Serie zum Sammeln und dementsprechend auch die dafür notwendigen Ressourcen. Neben der Eichel- und Zapfensaison beginnt zudem heute die Pilzsaison und dementsprechend gibt es ab heute bis zum Ende des Monats, also bis zum 30.11. verschiedene Pilze in der Natur unserer Insel zu sammeln. Die gesammelten Pilze benötigen wir dann für die dazugehörigen Pilz-DIYs, die wir wiederum von unseren Bewohnern oder aus Ballons bekommen können. Ein genaues Video zu den Pilzen wird es von mir die nächsten Tage auf jeden Fall noch auf meinem Kanal geben, da es da noch einiges zu beachten gibt. Also wenn ihr, was die Pilze angeht, noch ein wenig Hilfe benötigt, schaut auf jeden Fall die Tage nochmal auf meinem Channel vorbei. Und als wenn diese 2 DIY-Serien noch nicht genug wären, so gibt es im November in 2 Zeiträumen noch eine 3. DIY-Serie zum Sammeln.
Um genau zu sein, geht es um die Herbstblatt-DIY-Serie, welche man zum einen zwischen dem 7.11. und 9.11. sammeln kann und zum anderen zwischen dem 16.11. und dem 25.11. Falls ihr nochmal eine genaue Zusammenfassung mit allen DIY-Serien, die es im Herbst in Animal Crossing gibt, benötigt, könnt ihr einfach oben rechts auf das i klicken. Da habe ich euch meine Zusammenfassung zum Herbst in Animal Crossing nochmal verlinkt. Was wir neben den ganzen herbstlichen DIYs und Ressourcen jedoch nicht vergessen dürfen, ist, dass gegen Ende des Monats, um genau zu sein am 26.11., bereits die Winterzeit in Animal Crossing anbricht. Und was den Winter angeht, so können wir uns auch da wieder auf einigen nicen Stuff freuen. Ein Video zum Winter in Animal Crossing wird es dann wahrscheinlich gegen Ende des Monats auf meinem Kanal geben. Also wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben möchtet, wisst ihr, denke ich, alle, was zu tun ist. Ansonsten hoffe ich, dass ihr den November und damit auch die letzten Herbstwochen in Animal Crossing genießt und vor allem, dass ihr alle DIYs zusammenbekommt, denn das sind ja doch schon einige. Ich selbst bin natürlich auch gespannt, was uns im kommenden Update-Trailer noch für neuer Content vorgestellt wird und hoffe, dass endlich Coffee zu uns auf die Insel kommen wird. Dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat der kleine Monatsüberblick für den November gefallen. Falls ja, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Kleiner Kanal-Fact noch am Rande. Aktuell haben 66,8% aller Leute, die meine Videos regelmäßig schauen, den Kanal noch nicht abonniert. Daher würde ich mich gerade bei den Leuten über ein Abo umso mehr freuen. Und falls ihr bereits den Kanal abonniert habt und keine Livestreams mehr verpassen möchtet, aktiviert gerne die Glocke, somit bekommt ihr immer direkt eine Benachrichtigung, sobald ich live bin. Dann würde ich sagen, wir sehen uns eventuell im nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann und ciao.